Rangstreitigkeiten gehören ja sozusagen zur Kommunikation zwischen Herden dazu. Also das ist schon was ganz Normales, was auch vollkommen okay ist in der Natur, aber eben nur von einer Herde zu einer anderen stattfindet und auch äußerst selten stattfindet. Und so ist auch einfach die Kommunikation von Herde zu Herde ganz anders als innerhalb einer Herde. Und das hat zwei Vorteile, wenn wir das erkennen, was da passiert an Kommunikation zwischen den Pferden. Einmal, dass wir erkennen können, handelt es sich wirklich um eine Gruppe, die harmonisch zusammenlebt, und auch für den Umgang mit uns. In welchem Verhältnis stehe ich zu den Pferden? Gehöre ich zur Herde dazu oder gehöre ich zu einer anderen Herde? Und entsprechend anders sollte ich dann auch mit dem Pferd kommunizieren oder mit den Pferden kommunizieren, was jetzt nicht besser oder schlechter ist. Es ist einfach anders. Die meisten Begegnungen auch zwischen den Herden sind sowieso vollkommen friedlich und freundschaftlich. Deshalb ist es absolut okay. Es ist halt einfach nur anders. Wildlebende Pferde legen da auch sehr großen Wert drauf, dass sich alle genau an diese Formen der Kommunikation, je nachdem in welchem Beziehungsstatus sie sich befinden, halten. Und wenn wir das übernehmen für unsere Pferde zu Hause, dann finden wir auch einen viel besseren, natürlicheren Zugang zu ihnen. So, lasst uns hier mal reingehen in ein Beispiel, wo wir nämlich sehr schön diesen Unterschied beobachten können. Große Aufregung im ganzen Herdenverband. Der eine Hengst hat einen Teil seiner Herde verloren. Und jetzt steht er da zusammen mit seinem Zweithengst und wartet erstmal ab. Der Zweithengst, der ist ein bisschen aktiver, der ist auch noch ein bisschen jünger, wiehert, geht ein bisschen umher, während der Herdenhengst einfach erstmal ruhig da steht an der Stelle, wo er ja seine Herde verloren, nicht richtig verloren hat. Er wird schon ungefähr wissen, wo die ist, aber wo die dann halt voneinander getrennt worden. Genau das ist auch eine sehr wichtige Definition für eine Herde. Eine Herde, da sind die Tiere niemals voneinander getrennt, sondern die sind immer zusammen. Während wir hier ja einen ganzen Herdenverband sehen, wo mehrere Herden zugehören, die können manchmal auch so wie hier recht eng zusammenstehen, können aber auch mal wirklich weit auseinander sein. Aber eine Herde, die Pferde, die gehören eben immer zusammen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die sich verloren haben, dann ist das natürlich Aufregung. Und hier können wir sehen, hier in der Kommunikation, auch der Zweithengst geht hier an den Herden, an den anderen Herden vorbei, zu denen er nicht gehört. Und da findet auch jetzt hier überhaupt keine Kommunikation statt. Das ist ganz typisch, dass diese Zweithengste normalerweise nicht Kontakt aufnehmen zu den anderen Herden, da nicht in direkte Kommunikation gehen, sondern das machen die Althengste untereinander, diese Kontakte. Deshalb kann der da auch einfach so dran vorbeigehen, weil die anderen Pferde, die anderen Herden wissen jetzt natürlich auch, die haben es auch mitbekommen, dass hier eben Pferde fehlen. Und deshalb warten die auch genau hier an diesem Punkt. Der Althengst hier oder der Herdenhengst, der geht jetzt hinter seiner Herde hinterher. Also der weiß schon, die sind da, guckt jetzt auch nochmal so, was macht sein Kompagnon hier, sein Zweithengst, der wartet beim Herdenverband und so geht er alleine los. Und ich gehe natürlich hinterher, um zu gucken, okay, wie geht das jetzt, wie findet er die und was passiert, wenn er sie wiederfindet. Er hat die Herde verloren. Ich habe ihn auch verloren. Das heißt, ich konnte nicht hinterhergehen, weil das einfach zu dicht war hier. Das Dorngestrüpp. Keine Ahnung, die sind jetzt irgendwo da drin. Was sehr interessant ist, ist, dass der ganze Herdenverband wartet an so einem Meeting Point. Und da gehe ich jetzt auch hin zurück, weil hier macht das gar keinen Sinn. Hier komme ich nicht hinterher.
das ist dann auch ganz typisch dafür, dass Pferde akustische Signale einsetzen. Sie können sich nicht sehen, sie haben sich verloren. Und jetzt natürlich die einzige Chance, die sie haben, ist noch wiehern. Ja, ich warte dann hier mal genauso an dem Meeting Point wie die ganzen anderen Herden und wie der Zweithengst aus der Herde. Nichts mehr zu hören und zu sehen von den anderen. Und die warten hier ganz geduldig. Die Herden haben dann wirklich ihre Wanderung abgebrochen, wie sie das gehört haben, und sind hier zurückgekommen an so einem Kreuzungspunkt. Und warten hier. Die ersten haben sich sogar hingelegt. Also, mal gucken, wie lange das dauert. So, jetzt habe ich Stativrucksack weggepackt. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem Zweithengst losziehen kann, die suchen. Das ist der Plan. Komm, wir gehen. Da ich nun schon 4 Monate hier in dieser kleinen Herde drin bin, habe ich natürlich auch das Gefühl, ich gehöre dazu. Und der Hengst hat mich ja auch mehrfach reingeholt in die Gruppe. Und deshalb ist es jetzt auch völlig in Ordnung für mich und völlig normal, dass ich zusammen mit dem Zweithengst jetzt losziehe, um eben zu gucken, wo ist die Herde, sodass wir dann wieder alle zusammen sind. Wenn die anderen Pferde natürlich bleiben da an dem Meeting Point und warten und von denen sich keins auf den Weg macht. Sondern ist das auch ziemlich einfach, dass der denn mit mir mitkommt oder dass wir zusammengehen. Das könnte jetzt genauso sein, dass der mich auffordert, mitzukommen. Jetzt habe ich ihn aufgefordert, das Signal gegeben, komm du bitte mit mir mit. So, und jetzt gehen wir eben zusammen dorthin, gucken, wo die sind und sehen natürlich irgendwie zu, dass wir wieder zu denen kommen. Und da ist auch schon einer, das ist immer das Fohlen, was immer so ein bisschen hinterherhängt hinter der Gruppe. Deshalb läuft das da auch hinterher, verliert den Anschluss. Wissen wir, dann sind die denn da. Er geht an mir vorbei. Kurze Begrüßung nur im Vorbeigehen mit dem Althengst. Und alles ist wieder normal. So, alle wieder glücklich vereint. Ziemlich unspektakulär. Und jetzt haben wir auch die Ruhe weg und laufen gar nicht gleich direkt zum Meeting Point, sondern sind jetzt hier erstmal alle zusammen am Grasen, so ein bisschen raus aus den Dornbüschen sind sie gekommen, wo es hier so halb offen wird. Ziemlich cool. Und so cool sind die dann hier auch geblieben und es hat auch noch ein paar Stunden gedauert, bis wir dann wieder zurückgegangen sind zu den anderen Herden. Wenn du weitere Videos schauen möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal, aktiviere auch die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt erstmal wieder offline und sage vielen Dank fürs Zuschauen.